Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Jo, es ist mal wieder soweit. Der Paketbote war da und hat mir Titanic-Teile mitgebracht. Ja, was werden wir heute machen? Was dürft ihr erwarten? Es wird der, wie es so schön heißt im Film, der Arsch fertig gemacht. Es werden hinten wird ein Rumpfteil angebracht, das letzte schwarze. Und dann kommen die drei weißen abgesetzten Teile dran. Und dann kommt da noch ein bisschen, bauen wir da die Wellen und so weiter an und die Wellenhosen. Seid gespannt, wie das funktioniert. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht und wir können gleich auf den Basteltisch gehen. Und dann werde ich mich mit Schraubentrecker, wie Mario mal sagt, oder Schraubendreher, ne, wie es so schön heißt, werde ich mich bewaffnen und dann geht das los. Bis gleich bei mir auf dem Basteltisch. So, jetzt fangen wir an mit Ausgabe 112 und die beinhaltet, dass wir den Rumpf jetzt einmal komplett zumachen. Also jedenfalls von der Länge her. Wie in den Film so richtig schön gesagt wurde, der Arsch der Titanic, der ja nachher so hoch ragt, der wird jetzt dicht gemacht. So, dafür wird jetzt hier dieses Teil richtig schön eingesetzt und das passt wunderbar. Und da gibt es dann wieder Schrauben dabei. Das ist ja nicht unwichtig bei so einem Schraubmodell. Und wie immer mache ich das so, dass ich ein links, ein rechts mache und dann mache ich einen in der Mitte. Man fühlt sich auch so wie auf dem Schiff, wenn man das so ein bisschen hin und her wappelt. Das quietscht und knatscht überall, so wie auf einem richtigen Schiff auch. So. Ups. Da sollte man ein bisschen hier unten im Schaft einmal gegenhalten, wenn man da gewalttätig drauf rumschraubt. So, und ich habe jetzt noch zwei Stück. Ja, und die ist jetzt natürlich da reingefallen. Mal gucken, ob der ein bisschen magnetisch ist. Nee, natürlich nicht. Aber Gott sei Dank, ich habe ja noch zwei. Und die kann ich jetzt da reinführen. Na, der ist ein bisschen verknubbelt. So, jetzt passt er. Also hier bei der Passgenauigkeit von der Titanic habe ich keine Probleme. Die Spaltmaße, die sind auch in Ordnung, weil die sind ja so wie die, ja, diese Plattierung, die Fugenplattierung da ist. So, jetzt versuche ich mal hier meine Schraube rauszufummeln. So, da habe ich hier. So, die eine Schraube, die Standardschraube ist auch mal wieder über. Ja, und damit schließen wir das Kapitel von Ausgabe 112. So, das geht jetzt weiter mit der Ausgabe 113. Da passiert nicht viel. Da werden diese beiden oder alle drei weißen Umrandungen für das Heck angebracht. Ich habe mir erlaubt, schon einmal diese beiden anzubringen. Die werden einfach hier in die Schlitze eingepasst und dann die sechs Schrauben dazu. Und das sind nämlich dann AM-Schrauben, das sind die etwas kleineren. Und dann gibt es noch zwei Schrauben hier für dieses Heckteil. Weil ich sag mal, ich brauche euch glaube ich nicht so zeigen, wie der Eddy da jetzt zwei Schrauben reindreht oder sechs oder so. Und hier ist jetzt das Heckteil. So, jetzt seht ihr momentan gar nicht so viel. Ich verrücke mal ein bisschen die Kamera, damit ihr auch hinten den Arsch seht. So, habe ich einmal richtig hingestellt. So, also wie gesagt, ich bin bisher mit der Titanic, mit den Teilen sehr zufrieden. Passgenauigkeit ist gut. Man könnte natürlich ein bisschen meckern. Und zwar, was so die Detaillierung anbetrifft, so von den Davids oder von den Niedergängen und so weiter, da hätte es ruhig etwas seiner sein können. Und auch die ganze Lagerung mit den Motoren, das hätte man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen leiser hinkriegen können. Es ist doch ein bisschen laut.
Aber das werden wir später auch noch hören. So, das war dann auch schon wieder das fertige Produkt von Ausgabe 113. Ich bereite mich jetzt vor auf die 114 und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir die Ausgabe 114 am Wickel und da wird das schon ein bisschen mehr. Da habe ich jetzt insgesamt 3 Seiten drauf zu basteln und ich lege mir das mal hier hinten auf den Säckel rauf und dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten in die steifere Tiefe. So, ja. Na komm, mach dich scharf, Junge. So, jetzt ist er wieder scharf, hat er sich zurechtgerüttelt. Ich habe jetzt schon diese 2 Teile rausgenommen und ich habe auch schon die Wellen entfernt. Das habe ich schon beim letzten Mal gemacht, weil ich habe ja... Boing, bing. Ja, jetzt schmeiße ich erstmal alles wieder durcheinander. Das macht aber gar nichts. Das kriegen wir alles hin. So. Und ich habe mir diese ganzen Teile alle beschriftet. Ja, wenn das zusammenklebt, nützt das ja gar nichts. Aber das kann ich dann ja mal auseinandernehmen. So, jetzt muss ich mal mich jetzt beherzigen. So, jetzt habe ich das Stück. Den habe ich ja schon mal eingesetzt. Das war ja alles soweit auch schon ganz richtig. Ne, die soll ich mit AM-Schrauben befestigen. Das habe ich auch soweit schon gemacht, aber ich glaube, da fehlt mir irgendwo noch ein paar Schrauben. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Da habe ich auch. Nee, ich habe das alles soweit hingekriegt. Doch, da fehlt mir eine. Und da ich ja nun hier reichlich AM-Schrauben wieder mitgeliefert bekommen habe, werde ich die dann auch verwenden. So, die packe ich mir mal hier hin. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass mein Magnetismus lässt mich ein bisschen in Stich. Da geht das. Hier muss ich hinten noch eine Schraube reinsetzen. Oder seid ihr jetzt gar nicht im Bild? Und zwar zwischen den Motoren musste ich noch eine Schraube reinsetzen. Die hatte ich beim letzten Mal vergessen. So, ansonsten habe ich das mich schon alles befestigt, weil man kriegt ja immer so viel Schrauben. Und da habe ich mir gedacht, machst du diesen Schritt schon mal ein bisschen vor. So, und da haben wir hier auch den Motor. Der Motor, der guckt jetzt, das ist natürlich doof, der guckt bei denen auf. Ich hoffe, dass das nicht zum Hindernis wird. Bei mir guckt er nämlich auf der linken Seite raus und er soll auf der rechten Seite rauspacken. Naja, das wird wohl nicht allzu dramatisch sein. Den lege ich den eben halt ein bisschen woanders längs. So, dann sind die Schrauben alle soweit fest. Ah ja, dann werde ich jetzt hier die Wellenhosen anbringen. Da gibt es hier 2 Slitze. Ich hoffe, dass ich... Nee. Habe ich da den verkehrten? Jo, da habe ich den verkehrten. So. Wieso passt der da nicht durch? Ah ja. Da muss man so ein bisschen rütteln und rütteln. So, das mache ich einmal links. Und einmal rechts. So. Das war diesen großen Dampfer, den kann man jetzt natürlich nicht mehr so schön drehen. Ich weiß gar nicht. Bei dem Mario war das so leicht, ging das rein. Warum geht das bei mir nicht so leicht rein? Na gut, okay. So, aber sie sind jetzt drin. So, und dann gibt das 2 Teile und dafür muss ich die AP-Schrauben nehmen. Das sind jene welche. Die seht ihr momentan auch nicht, weil ich das ziemlich groß gemacht habe. So, dann gibt es einmal so ein Stückchen und so ein Stückchen. Das quadratische kommt achtern und das längliche kommt dahin. Und
wenn ich das richtig sehe. Ah ja, die werden ausgetauscht. Cool. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, da werde ich denn jetzt mal mit diesen hier weitermachen. Mal gucken, ob ich das so hups hinkriege. Sieht momentan nicht danach aus. So, als erstes versuche ich jetzt einmal hier in diese Höcker reinzukommen. So, und wenn ich die erstmal drin habe, dann habe ich, glaube ich, das Größte gewonnen. So, und dann muss ich zwei Schrauben da noch festmachen. Aber da muss ich doch die Löcher richtig treffen. Also bei mir bockt das ein bisschen. Ich kriege die nicht weit genug ran und weit genug rein. Ah ja, so einmal. Ah ja, jetzt habe ich es. Also bei mir musste ich ein bisschen Kraft aufwenden. Hab so ein bisschen Angst gehabt, dass ich da was kaputt mache. So, dann kommen die in die äußeren beiden Löcher nochmal die Schrauben rein. Jetzt passen die Löcher auch. So, wenn ich das dann habe, dann drehe ich die fest, aber auch wirklich nur handfest. So, dann habe ich jetzt noch diese hier. Und dann muss ich vier machen. Und zwar kommen die so rauf. Die zwei kommen hier unten auf diesen Sockel rauf. Und die zwei oberen, die werden dort festgehalten. So, jetzt bin ich mal vielleicht ganz schlau. Oder auch nicht. Ich nehme erstmal die eine Schraube und versuche die da in den Sockel reinzukriegen. Ja, das ist mir schon mal gelungen. Dann habe ich hier die zweite. Und dann brauche ich noch ein paar AP-Schrauben. Ich könnte natürlich jetzt auch die alten nehmen, weil ich habe ja vorher dort Teile rausgenommen. Aber ich habe festgestellt, wenn man da die alten Schrauben wieder nimmt, dann kann es sein, dass sie nicht mehr ganz so gut. So, und warum ist der jetzt da so tief? Ich meine, steht schräg. Das gefällt mir ja nun gar nicht. Na nü. Also das fummelt ja jetzt überhaupt nicht so richtig schön. Das missfällt mir ein bisschen. Wieso passt das nicht? Komisch, so liegt das doch drauf. So mache ich da einmal. Und dann mache ich das zweite da einmal. Habe ich die verkehrt rum? Nee. Die müssen ja ein bisschen nach unten abstehen. So, denn hier die beiden Sockel. So, und
denjenigen. So, und jetzt werde ich die nochmal anziehen. So. Ja, die sitzen fest. Das ist auch alles dran. Das ist jetzt auch dran. So, dann happy dat. AP, AP, AP. So, dann haben wir das auch erledigt. So, jetzt werden als nächstes die Wellen wieder eingesetzt. Und zwar als erstes die linke. Da mache ich mein Bändchen ab. Ja. Und ich weiß, da hat sich der Mario ja auch so ein bisschen die Finger abgebrochen mit diesen kleinen Wellenhalter. Ich verstehe gar nicht, warum man die nicht einfach so raufstecken kann oder soll oder darf. So, also die beiden müssen darauf und die Welle muss da so durch. Na gut, okay. Dann wollen wir mal gucken. Also, linke Welle rein. Da kommt sie. Und dann soll sie so und dann soll da dieser Halter nach oben. Der soll dann hier so dazwischen. Und dann drehe ich das ein bisschen, bis die fest sind. Und dafür soll ich dann eine MP-Schraube nehmen. So, da habe ich noch mal ein paar AP-Schrauben. So, MP-Schrauben. Das sind jene welche. Da habe ich auch 4 Stück. Diese obligatorische eine ist wieder über. So. Ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen fummelig. So, da muss ich hin. Dann soll ich da rein. Das habe ich mir fast so gedacht. So. Dann will ich mal gucken, ob man das irgendwie mit einer Pinzette festhalten kann. So, den halte ich jetzt mal nach oben, dann könnt ihr aber nicht so gut was sehen. Ja, jeder Modellbauer stellt sich anders blöd an, ich mich ganz besonders. So, jetzt halte ich sie so mal fest und dann soll von hier oben die Schraube rein. Das so mit den Festhalten hat auch nicht geklappt. Warum nicht? Entzieht sich meiner Kenntnis. So, jetzt ist fest. So, jetzt möchte ich diese Schraube da reinkriegen. Oh, jetzt muss ich mit links festdrehen. So, ist der auch richtig drin? Der ist richtig drin. Das wollte ich jetzt noch mal kontrollieren. Bevor ich die nämlich jetzt fest jage an der Welle. Und mit links schrauben, das ist ja echt doof, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Linkshänder das machen. So, ist noch nicht ganz fest. Wackelt noch ein bisschen hin und her. So, jetzt ist sie fest. Und sie kann auch nicht weg. Das ist ja auch schön. So. Den einen Häpfi. So. Danach soll ich dann den mittleren machen. Mitte, das ist da die, wo Mitte drauf steht. So, da muss man jetzt natürlich vorsichtig sein, dass man alle Tüdelbänder abkriegt. Und auch jetzt wieder aufpassen, dass man genau dieses Stück hier vorne einsetzt. So, und dann gehe ich mal in die Mitte rein.
geht da durch, da durch, daran. So, und wo war da das Problem? Auf gleicher Welle, die mittlere Welle wird die zentrale, klar, anschließend. Und die drei neuen Befestigungen stehen durch. Ja, das habe ich auch. So, und dann kommt das gleiche Prozedere hier auch. Dass ich da die richtig reinkriege. Also ich glaube, ich habe das, aber wenn ich den jetzt wieder rausziehe, dann habe ich den Kanuffel ja wieder verkehrt. So, jetzt wollte ich mal gucken. So, nee, nicht verdrehen. So, jetzt muss ich den da irgendwie raufschieben. So, da ist er jetzt drin, das haben wir richtig gesehen. Und der soll auch wieder ganz dicht dran. Aber irgendwo musste man doch ein bisschen drauf aufpassen. So, jetzt versuche ich den mal wieder so richtig schön in die Zentrifuge zu kriegen und festzuhalten. Und jetzt komme ich mit meinen Schräubchen und möchte das wieder da reinsetzen. So, jetzt möchte ich das vielleicht mal andersrum machen, dass ich den einfach nur so führe und damit rechts festschraube. Ja, muss ich wohl doch mit links weiter schrauben. So, jetzt kann er nicht raus und nicht rein. So soll es hier auch sein. So, Mensch, das reimt sich sogar. So, jetzt haben wir noch die Steuerbordwelle. Den fummeln wir da wieder rein. So, und zuerst wieder dieses Dingelchen. Also ich weiß auch nicht so ganz so recht, aber das ist mir eigentlich egal, warum die das so machen. Ist wahrscheinlich deswegen, dass wenn man das einfach so reinsteckt, dass sich die Welle lösen könnte. Und die liegt da ja dann so ein bisschen hinter den... So, jetzt ist sie drin. Das haben wir schon mal wieder geschafft. Jetzt versuche ich das wieder auf rechts festzuhalten. Ich halte erstmal die Pinzette so dazwischen. Und dann jetzt den Schraubendreher. Ach, wieder in die linke Hand. Ach, das ist ja wieder ganz raffetücksch. Ja, jetzt ist er wieder weg. So, jetzt kommt er mal nach oben. Und jetzt muss ich ihn da wieder reinkriegen mit links und nach rechts rumdrehen. Das ist auch was. Das wäre doch was, wenn die Linken sich rechts rumdrehen. Nein, wir wollen hier jetzt nicht politisch werden. So, ich glaube, das sieht so ganz gut aus. So, jetzt soll ich diese Dingenskirchen, irgendwo habe ich mir das hingepackt. Nee, habe ich mir nirgendwo hingepackt. Jetzt müsste ich die noch einmal festmachen. Warum habe ich die nicht mehr? Gucke ich mal in meine Grabbelkiste.
Ja, gut. Da werden wir uns nicht mit dran lange drauf aufhalten. Da werde ich in meiner Grabbelkiste mal gucken, wo ich die gelassen habe. Und dann geht das weiter. Auf jeden Fall, soweit sind wir erstmal ganz gut. Den Funktionstest, den werde ich jetzt schon vorbereiten. Ne? Diesen hier, damit sich das alles dreht und wählt und so weiter. Und den hänge ich hier gleich hinten dran. Alles klar. So, jetzt haben wir hier den Funktionstest. Das geht jetzt einmal vorwärts. Da seht ihr, dass alle Wellen gleichmäßig laufen. Das ist dann vorwärts. Und rückwärts darf die mittlere Welle nicht mehr mitlaufen. Das seht ihr auch, es laufen nur die beiden äußeren. Ja, ist alles ein bisschen laut und so weiter. Und ich gucke dann nochmal. Hier laufen auch die Double alle ganz wunderbar. Also ganz prima alles. Jo, das war der Funktionstest zur Ausgabe 114. Und damit ist die Geschichte auch erledigt. So, jetzt geht das weiter mit der Ausgabe Nummer 115. Und zwar, da werden wir, wie ihr schon bei den Teilen seht, ich weiß, andere sind ja schon weiter voraus, werden wir die Fernbedienung anfangen zusammenzubauen. Und zwar als nächstes nehmen wir uns dieses Teil, ne, da steht schon drauf, Lichter und so weiter und Smoker und SOS, das sind wahrscheinlich auch dann die verschiedenen Töne, die da rauskommen. So, jetzt nehme ich nur mal ganz kurz, man ist zwar dreckig, aber ist trocken, zum Lappen, dass sich das da nicht so zerkratzt drauf, nehme ich mir dieses Teil und dann kommt dieses Hinterrad, das wird hinten raufgesetzt und zwar kommt das hat drei Nippels und drei Ecken. So, legen Sie das Vorderteil in Einfassung, Maschinentelegraph und fügen Sie die drei Zapfen in die Rückseite der Löcher. Genau, die drei Schraubenlöcher werden, Teile müssen fluchten. Ja, ich weiß zwar noch nicht womit, aber da will ich mal gucken. Ah, hier hinten sind Schraubenlöcher dran und die müssen wiederum mit den anderen Löchern fluchten. Das tun sie bei mir nicht. Oder doch, jetzt ja. So ist das, glaube ich, richtig. So, dann hebe ich das, glaube ich, so rum. Dann blatter ich um. So, jetzt kommt dieses geile Teil rein. Und zwar, ich nehme mal an, dass das jetzt genau so hinkommt, dass hier dieses Teil unten ist, weil das ist ja sozusagen Stopp und er geht Maschinentelegraph nach oben und nach unten. So, das können wir denn erstmal so beiseite legen. Setze die Einfassung drauf, Rückseite, Löcher einrasten, oben blau eingekreist. Ja, das ist alles so richtig. Das passt alles so. So, jetzt haben wir diese zwei Teile. Da kann ich jetzt meinen Lappen wieder wegnehmen. Das ist Innenteil. Und zwar einmal hier mit so einer Nase, der hat oben so ein Löchlein und hier dieses Ding mit den vier Löchern. Jetzt muss ich das so haben. Dann brauche ich diese beiden Stifte. Stifte, Feder und Feder. So, und diese Stifte, die sollen so eingebaut werden. Erstmal wird die Feder hier raufgesteckt. Und die andere Feder wird hier raufgesteckt. Und zwar jeweils auf die kürzeren Nippel, nicht auf den langen. So, ist es egal wie rum? Nee, ist nicht egal. So, dieser komische Hammer, der hier oben, sage ich jetzt Hammer mal dazu, der kommt auf diese Seite. Na, das passt da so rein. Und dieses Teil kommt denn da so rein. Das fliegt mir gleich wieder um die Ohren, wie ich mich kenne. Ja, so, das muss man jetzt ein bisschen festhalten. Jetzt kommt gleich dieses Teil so rauf. Und zwar, das hat hier oben eine Nase. Und diese Nase muss hier in dieses Dingenskirchen rein. Also mache ich das so rum, schiebe das dann mal so rauf. So ganz vorsichtig. Und jetzt ist die Nase drin. Und dann habe ich, glaube ich, diese kleinen süßen
Ist natürlich wieder lustig. Jetzt habe ich das und soll die Dinge auspacken. Das mache ich mal eben ganz schnell. So, da habe ich hier die vier kleinen. Da muss ich auch wieder den winzigen Schraubendreher nehmen. Komisch, der ist magnetisch. Na gut, und die muss ich da reinschrauben. So. So, dass es schön fest ist. Und ich glaube, viel mehr wird da dann, glaube ich, auch erstmal nicht passieren. Alles Weitere wird sich ja in den nächsten Ausgaben wieder spiegeln, weil das ist ja jetzt auch wieder die letzte Ausgabe im Quartett. Nanü, Shave. Shave ist Sim oder Lave oder wie war das? So. Den drehen wir da auch weg. So, Klammer weg, kann ich mal auseinanderfummeln. Und wieder eine Schraube über. Na, so richtig halten tust du auch nicht. So, da wieder hinein. Und damit haben wir das fest. Ist jetzt alles fest. Ja, man braucht die auch nicht irgendwie mit Schrauben, Kleber oder sowas machen. Ich glaube, dass... bleibt alles so, wie es ist. So, dann blättern wir einmal ganz kurz um auf zur letzten Seite. So, und dann ist es so, dass dieses Teil, wir drehen das jetzt einmal um, das soll denn so rein, nee, ein Teil fehlt mir da noch, und zwar dieses Teil hier. So, das kommt jetzt so ran und zwar ist das egal oder ist das nicht egal? So, das muss nach oben. Schieben Sie die Baugruppe, dass sich die kleine Vertiefung der Scheibe an der richtigen Stelle befindet. Ja, ihr seid witzig, das sieht ja beides gleich aus. Ich sag mal so. Und dieses Dingchen, das kommt dann hier. Und zwar, da ist einmal ein großes Loch und einmal ein kleines Loch. Dann nehme ich dann nochmal die Pinzette. Das wird dann hier raufgesetzt. Rechts unten rot eingekreist. Genau, das kommt dahin. So. Jetzt ist es natürlich wieder blöd. So, jetzt bleibt das so alles zusammen, dass es nicht verschraubt und nichts. Darum packe ich das jetzt ganz vorsichtig wieder hier in die Kiste rein, verschließe das und das würde ich euch auch raten, denn jetzt sind 4 Wochen, wo das dann ein bisschen hin und her klödert und dann bewahrt ihr das einfach auf einen sicheren Ort auf und die Teile kommen nicht abhanden. So, das war Ausgabe 115 der Titanic. Und ja, wir haben erfolgreich schon den Motortest gemacht. Das läuft alles. Manchmal hakt die mittlere Welle. Ich musste dann jedes Mal die kleine mittlere Schraube nachjustieren. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in den Kommentaren ja mal reinschauen, woran das liegt. Alles klar. Ja, das war's schon mal wieder. Titanic, 4 Teile, 4 Hefte. Und ja, das ging eigentlich recht flott. Auch das mit den Einführen, mit den Wellen und so weiter. Manchmal hat das bei mir gehakelt. Und zwar die mittlere Welle, die hat immer gestoppt. Ich weiß nicht, woran das direkt lag. Wahrscheinlich bin ich mit meiner Konterschraube, die mir dort drin festsetzt, ein bisschen zu weit nach Achtern rausgerutscht. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne geschoben, also in Nähe der großen Turbine oder des Antriebes, was es darstellt. Und jetzt habe ich das 3-4 Mal probiert und da hat das nicht gehakelt und nicht gestoppt. Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt. Ich werde das jetzt noch zwischendurch noch mal ein bisschen testen. Ansonsten läuft alles ganz wunderbar mit Motor und Getriebe. Nirgendwo klackert und klödert das. Ja, ist ihm halt nur ein bisschen laut, aber das kommt daher, weil so viele Schrauben und der kleine Motor und so weiter, das alles direkt auf das ganze Gehäuse überträgt, der ist ja auch festgeschraubt
Und ihr kennt das, wenn irgendwo mal eine Pumpe auf dem Fußboden angeschraubt ist, dann brummt auch der ganze Fußboden. Ja, das vibriert eben halt alles so weiter. Und so ist es eben halt mit dem kleinen Motor auch. Ja, das eine oder andere, da muss man das Auge zudrücken. Aber das machen wir ja gerne. Insofern bin ich, wie gesagt, mit der Titanic, mit dem ganzen Bowser zufrieden. Hier und da hätten ein paar feinere Details sein können. Da sage ich euch jetzt, für die Zukunft, wenn solche Schiffe rausgehen, geht so ungefähr, wie es beim Graf Zeppelin momentan ist oder wie das bei der Bismarck gewesen ist, zum Beispiel auch bei der Holz-Bismarck. Ich weiß ja nicht, wie die Mufomo Metall-Bismarck gewesen ist, aber ich sag mal, die Detaillierung jetzt von den Grafen, auch mit den feinen Gittern, sowas hätte ich mir auch ganz gerne bei der Titanic gewünscht. Ja, das nur ein kleines Statement an Hachette oder in die Welt hinaus. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder 4 Wochen Zeit, um uns um andere Sachen zu kümmern. Wir nicht, sondern ich. Und denkt bitte immer daran, jeden Dienstag ist der Eddie live. Und das wird auch erstmal so bleiben. Und zwar immer so um 18 Uhr, 18:30 Uhr. Ich weiß, der eine oder andere hat ein bisschen geschimpft, macht das doch ein bisschen später. Aber ich muss nächsten Tag immer um 2 Uhr aufstehen. Liebe Leute, lasst das nicht um 6:30 Uhr machen, so 6, 6:30 Uhr. Und dann machen wir 1,5 bis 2 Stunden, damit ich rechtzeitig schlafen kriegen kann. Wenn ich dann irgendwann mal in Rente bin und so weiter, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauert, dann wird das wahrscheinlich, so ist meine Idee, werde ich 2-mal in der Woche live gehen. Der Dienstag wird immer bleiben, aber dann kann ich auch etwas später machen. Ja, das also zu den Live-Sendungen. Gut, wir bleiben bei der Titanic. In 4 Wochen geht es dann weiter und ich freue mich darauf. Irgendwann wird, glaube ich, auch das ganze Gehäuse zusammengeschraubt. Jetzt haben wir ja den Motor dran und so weiter. Aber ich glaube, jetzt kommt als erstes nur das Probdeck und das Zwischendeck, was sich darunter verbirgt. Und dann werden die ganzen anderen Decks draufgebaut. Ich habe das schon mal vorgeluschert bei den einen englischen Herrn, der so circa meines Alters und weißes Haupt hat. Ich habe da also ein bisschen Respekt davor, wenn die Aufbauten aufgesetzt werden. Das soll gar nicht so einfach sein. Aber da sind wir ja noch lange nicht hin. Seid weiter gespannt und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit der Titanic oder einem der anderen Projekten. Hier immer auf meinem Kanal in Eddies Modellwerft. Dann sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis denn.